Moin Leute, ich bin Sammy und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Panzer Corps 2. Wie ihr sehen könnt, wir stehen kurz vor Merida. Unsere Panzertruppen haben den Feind weiter zurückgedrängt. Und als ob das nicht schon gut genug wäre, nein, wir haben es tatsächlich geschafft, die spanische, also die spanisch-republikanische Einheit von Kommandante Vega mit den Vickers MK3-Panzern einzukreisen, beziehungsweise in einen Kessel zu drängen. Ob dieser Kessel Bestand hat? Ja, das können wir natürlich noch nicht sagen, denn es sind nicht unbedingt die stärksten Einheiten, die hier die Einkesselung vollzogen haben. Aber dennoch denke ich, dass wir der Einheit großen Schaden zufügen können, wenn wir das irgendwie richtig anstellen. Wir haben hier noch mehrere Einheiten stehen, die wir auch noch bewegen können. Hier den Lancia 1ZM und hier die SD-KFZ 2:1 Kompanie. Ja, aber das sind auch nicht besonders starke Einheiten. Daher sollten wir hier wirklich mit Vorsicht vorgehen. Ja, okay. Wir haben die meisten Züge in dieser Runde schon vollzogen. Wir haben die Angriffe auch schon gefahren. Wir haben hier zwar noch einige Einheiten stehen, die ein bisschen was machen können, aber im Großen und Ganzen ist unser Zug beendet. Könnten hier die Artillerie nochmal bewegen. Ja, sollten wir vielleicht tun. Stellen wir die mal ein bisschen weiter nach vorne. So. Ja, aber ansonsten ist hier nicht mehr viel zu tun. Luftangriffe können wir momentan auch keine fliegen. Ja, das große Problem, was wir in dieser Mission haben, das möchte ich jetzt auch nochmal erwähnen, ist, dass wir nicht mehr viel Prestige haben. Ihr seht, wir haben noch einen Punkt übrig und wir können dementsprechend unsere Einheiten nicht mehr großartig verbessern. Das heißt, dass wir wirklich extrem aufpassen müssen, wie wir mit unseren Einheiten verfahren. Ja, besonders hier bei der Einkesselung gegen Kommandante Vega wird das ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen werden. Ich hoffe, das geht einigermaßen gut aus. Okay, gut Leute, dann versuchen wir wieder weiter hier Merida einzunehmen. Nochmal zur Erinnerung, unser Hauptziel ist es, 3 Siegfelder zu halten. Momentan halten wir nur eines. Wir haben allerdings auch noch 7 Runden übrig und zusätzlich ist ein Bonusziel, nehmen Sie alle 5 Siegfelder ein und erobern Sie Badajoz. Badajoz ist hier. Hier befindet sich laut der Lagebesprechung, welche wir am Anfang hatten, eine spanisch-republikanische Garnison oder eine Basis oder wie auch immer man das nennen möchte. Und ja, daher sollten wir aufpassen, was hier noch aus dem Westen in unsere Richtung fährt oder marschiert. Und ja, wir müssen hier wirklich vorsichtig sein. Okay, soweit zum Rückblick und nochmal zur Erinnerung, wo wir stehen. Dann denke ich, ja, können wir leider nicht mehr viel machen, aufgrund des Mangels an Prestige. Und ich würde jetzt sagen, die spanischen Nationalisten sind am Zug. Hoffen wir, dass sie einigermaßen vernünftig agieren. Okay, Leute. Schauen wir mal. Hier greifen sie die Stadt an. Ja, mehrere Angriffe. Und es sieht so aus, als wenn sie die Stadt tatsächlich einnehmen. Ja, wunderbar. Ein weiteres Ziel erfüllt. Hier greifen sie die Flugabwehr an. Okay, und hier rücken sie auch weiter vor und attackieren die feindliche Infanterie, welche sich daraufhin zurückzieht. Okay, jetzt sind die Republikaner am Zug. Greifen unsere Packstellung an. Erleiden dadurch schwere Verluste. Hier werden unsere Bomber attackiert. Ja, und da war der Zug. Aber sie haben uns nicht attackiert, Leute. Das ist schon mal wertvoll gewesen. Insofern, dass sie uns keine Verluste zugefügt haben. Okay, gut. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir versuchen, die Lufthoheit zu erringen, indem wir jetzt diese Einheit hier endgültig vom Himmel holen. Ich glaube, der Feind hat dann bis auf eine Bomberstaffel nichts mehr in der Luft. Versuchen wir es erstmal mit den Zweien hier. Ja, das hat schon mal sehr gut geklappt. Wunderbar, da ist die Einheit zerstört. Und jetzt können wir in aller Seelenruhe unsere Bomber einsetzen. 7er, hier haben wir noch die 8er, die kommen auch hier oben hin. Einen Schaden können wir machen, laut Prognose. Und es sind sogar 2 geworden, das ist natürlich noch besser. Sollen wir unseren Panzer hier zwischenstellen?
Dann haben wir. Ja, da müssten wir immer auch die Einkesselung haben. Und wir haben den Luxus, dass er hier nicht rauskommt. Ich glaube, er könnte dann in der nächsten Runde auf dieses Feld fahren hier. Und dann wäre er nicht mehr Teil der eingekesselten Einheiten. Eine Pack würde mir natürlich besser gefallen, aber die kommt da nicht ran und wäre hier in Bedrängnis der feindlichen Infanterie, die in der Stadt ist. Gefällt mir auch nicht besonders gut, wenn ich ehrlich bin. Ja, schwierige Situation. Das gefällt mir alles nicht so gut. Können wir eventuell hier was ausrichten? Nee. Die Stadt können wir nicht schwächen. Leider, leider. Wäre jetzt eigentlich super, wenn die Artillerie hier stehen würde, ne? Aber da kommt die nicht hin. Panzer können ja auch nicht viel ausrichten im Moment, da der Feind hier wirklich stark steht. Aber ich glaube, es ist nötig, dass wir unsere Artillerie mal hierhin stecken, hierhin bringen. Ja, machen wir es mal so. Ich glaube, eine behalte ich aber hier. Und die wird dann hier mal irgendwo unterstützen. Na, wo macht es am meisten Sinn? Ich würde sagen, linke Flanke macht mehr Sinn, weil von rechts werden hoffentlich jetzt gleich die Spanier kommen. Ja. Ja, das machen wir mal. Hat auch funktioniert das Ganze und wir könnten hier großen Schaden verursachen, aber auch gleichzeitig stark einstecken, ne? Haben wir hier unten eigentlich noch irgendwas, was wir nach oben bringen können? Nee. Wir haben unser gesamtes Pulver verschossen. Ah, nein, Moment, stimmt gar nicht. Wir haben hier noch unseren Flammenwerferpanzer, der Italiener. Aber auch der würde hier stark einstecken mit 3 Punkten. Gucken wir mal, ob wir hier noch was machen können. Ja, einen Punkt abziehen. Nur 2 geworden, das ist natürlich ordentlich. So kriegen wir bestimmt noch einen Massenangriffsbonus. Ja, sehr gut. Dann machen wir das jetzt mal. War sogar 4 zu 1. Sehr schön. Hier nochmal das Ganze. Und es war sogar 5 zu 1. Sehr ordentlich. Hier könnten wir auch ein Stück vorfahren, aber sind dann oder aber stehen dann zwei voll kampffähigen Infanteriegruppen, Kompanien gegenüber. Na, das möchte ich nicht unbedingt. Ich glaube, mehr können wir dann in diesem Moment hier nicht tun. Okay, kommen wir mal hier hin. Und hier sieht das Ganze deutlich gefährlicher aus. Ich möchte diesen Bilbao hier weghaben. Dann können wir unsere Pax hierfür nämlich auch noch nutzen. Ich glaube, daher werden wir erstmal hier den Angriff fahren. Und nehmen wir erstmal die stärkere. Ja. Und die fährt man ein Stück vor und hat es leider nicht komplett geschafft. Aber wir könnten hier nachrücken, das machen wir auch mal. Und haben ihn damit zerstört und können dann hier entfahren. In der Hoffnung, dass die Einheit nicht zerstört wird. Okay, gut. Mit ihm? Na, bin mir nicht sicher. Packen wir ihn mal hier hin. Ja, ein Angriff würde uns hier überhaupt nichts bringen. Da kriegen wir Verluste und eher nur Moralschaden. Das macht keinen Sinn. Können hier aber den Feind noch weiter schwächen. Zum Beispiel hier. Ja, nicht viel gebracht, keine Frage, aber ein Punkt ist ein Punkt. Und auch der wird uns am Ende helfen. Jetzt haben wir hier noch einen Jäger übrig. Oh ja, damit könnten wir die Gruppe hier zerschlagen. Das ist doch gut. Haben wir hier ein Problem weniger. Und hatten wir nicht noch einen Bomber übrig? Ja, wir haben noch die strategischen Bomber, ne? Ja, aber die kommen leider nicht mehr so weit, weil der Flughafen so weit weg ist. Aber können wir sie hierhin verlegen?
Nee, leider nicht. Verdammt. Okay. Wir haben auch immer noch die spanische Infanterie, ne? Die steht hier tatsächlich ein bisschen nutzlos rum. Wir haben ja überlegt, ob wir sie hier stehen lassen, falls hier noch was kommt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob hier überhaupt noch irgendwas kommt. Wir bringen erstmal eine nach vorne und schauen dann mal, ob hier jetzt noch was kommt und lassen die jetzt notfalls zur Reserve. Wir brauchen jetzt in diesem Bereich hier alles, was wir haben. Das geht gar nicht mehr anders. Okay, oh, wir können hier den Bomber noch angreifen. Das sollten wir natürlich tun. Nein, leider nur Moralschaden, aber immerhin. Und die bringen wir auch mal weiter nach vorne. So. Okay, mehr geht gerade nicht. Mehr geht nicht. Okay. Aufrüsten oder verstärken können wir leider nichts. Aufgrund des Prestigemangels. Wollen wir diese Einheit hier hinbringen? Die Frage stelle ich mir immer noch. Ich glaube ja. Ich glaube, wir machen das. Stellen Sie jetzt einfach mal hier hin. So. Dann kann er in der nächsten Runde zwar ein Stück weiter nach unten fahren, auf das erhöhte Gelände, aber wir könnten ihn von drei Seiten angreifen, möglicherweise sogar von vier, je nachdem, wie weit wir die Pack bewegen können, haben die Artillerie sofort in Schussweite und die Bomber können ja dann auch noch mitarbeiten. Ja, ich glaube, wir könnten ihm in der nächsten Runde möglicherweise etwas Schaden zufügen. Na, schau, warten wir mal ab, warten wir mal ab. Jetzt sind erst wieder die Nationalisten dran. Schauen wir mal, was die tun. Ja, war mir fast klar, dass die hier erstmal die Ortschaft angreifen. Beziehungsweise sie greifen hier erstmal die Luftabwehr an. Drücken hier vor, sehr schön. Attackieren unter einem schweren Angriff die feindliche Artillerie. Und zerstören diese in Gänze. Sehr schön. Noch ein Problem weniger. Das ist auch sehr wichtig. Und, boah, Leute, was für ein Unterstützungsangriff. Das ist ja Wahnsinn. Vier Schadenspunkte bei dieser Elite-Einheit. Das war ja, das war stark. Okay, da ziehen sie die Infanterie weiter vor. Greifen hier unsere Panzer an, die ja stark einstecken müssen. Oh, das war ein schwerer Angriff. Der aber in die Hose ging. Ja, wunderbar. Leute, besser hätte es fast nicht laufen können. Super. Das war wirklich ein starker Angriff hier. Möglicherweise könnten wir auch die Ortschaft jetzt in diesem Zug noch mit einnehmen. Okay. Hier können wir jetzt schon mal Artillerieangriff fahren. Mit dieser hier auch. Okay. Wir fahren aber erstmal oder fliegen erstmal die Luftangriffe. Und zwar, ja, machen wir hier. Demoralisierung ist alles. Haben sogar einen Stärkepunkt abgezogen. Super, das war auch wichtig. Na, die Prognose sagt aber immer noch 0 zu 0. Okay, dann schicken wir die nächste Bomberstaffel los. Die soll hier die Stadt angreifen. Oder die Stadt, die Ortschaft hier. Trifft leider nicht. Schade. Okay. 2-2. Hier hätten wir die 4. Ja, ziehen wir die Panzer nochmal ab. Ich glaube, wenn wir die Stadt hier eingenommen haben, haben wir noch einen wichtigen Schritt hier gemacht. So, wir nehmen die Stadt auch gleich ein. Dann bekommen wir auch endlich mal wieder ein bisschen Prestige und können in dieser Runde möglicherweise noch ein paar Einheiten wieder verbessern. So wie diese Pack zum Beispiel mit 4 Punkten. Ja, die können wir in der nächsten Runde super einsetzen. Ich glaube, die möchte ich auch schon mal ein bisschen verbessern. 4 Punkte ist echt wenig. Und damit haben wir unser Prestige schon wieder aufgebraucht. Aber das macht nichts. Gut. Das war ein wichtiger Zug. Nur noch 7 Punkte für diese Elite-Einheit. Und ich glaube, die kommen hier auch nicht mehr raus. Angriffe fahren möchte ich jetzt noch nicht. Da warten wir mal noch eine Runde. Die werden ja auch immer schwächer. Beziehungsweise, wir können auch noch die Artillerieangriffe machen. Wovon es leider einer daneben ging. Und der hat getroffen und noch einen Stärkepunkt abgezogen. Wunderbar, Leute. Wunderbar. Okay, können wir hier irgendwas machen?
Leider nicht wirklich. Hier können wir mal unterstützen, aber das hat natürlich auch nicht ganz so viel gebracht. Wir könnten aber mal mit der stärkeren Einheit hier ein bisschen vorrücken noch. Dann haben wir nämlich hier den Kessel geschaffen. Ja. Ja, okay. Und fahren wir den Angriff mal noch. Okay, 3 Stärkepunkte. Und möglicherweise, naja, das wird uns eine Menge Verluste kosten. Aber auch dieser Bomber ist wirklich eine nervige Sache. Ich glaube, da sollten wir auch mal was machen. So, schauen wir mal. Ja, 1 zu 0 für uns. 0 zu 0. 1 zu 0 für ihn. Schade. Na, immerhin, ein Stärkepunkt abgezogen. Umso schwächer wird die Einheit. Okay, ich glaube, das war's schon wieder für unseren Zug. Wir können hier nochmal ein bisschen nachrücken wieder. Falls wir die Pontonbrücke nochmal brauchen. Die ziehen wir mal ein bisschen zurück hier. Ja. Ah, wir haben noch einen Bomber, sehe ich gerade. Den sollten wir natürlich noch nutzen. Und ja, ich würde sagen, schwächen wir einfach noch ein bisschen die Infanterie. Außerhalb der Reichweite der Flak natürlich. So. Okay. Sind die Spanier wieder am Zug? Ruhe in Frieden, mein fehlgeleiteter Bruder. Okay, hier scheint in dieser Runde was zu passieren. Oh, sie haben sich ergeben. Das ist natürlich klasse. Super, dann haben wir die stärkste Einheit des Feindes aus dem Spiel genommen. Das war wichtig. Das war wirklich wichtig. Dann haben wir eine unglaubliche Entlastung an der linken Flanke geschaffen. Okay, gut. Wieder eine gute Runde für uns. Ich würde mal sagen, dass wir dann jetzt 1, 2, das sind 2 Siegpunkte. Okay, Leute, wir haben unser primäres Ziel, haben wir erfüllt. Das ist schon mal gut. Wir haben 3 Siegpunkte. Wir haben hier einmal diese Ortschaft, die die Nationalisten eingenommen haben. Wir haben diese Ortschaft, die wir eingenommen haben. Und eins haben wir sowieso von Anfang an gehabt, Safra. Ich möchte jetzt aber natürlich nicht aufhören. Oh, was ist denn hier? Da. Ich möchte natürlich jetzt nicht aufhören. Merida sollte schon noch genommen werden. Das ist, denke ich, ein Ziel, was wir uns gesteckt haben. Und das sollten wir auch irgendwie versuchen einzuhalten. Und ja, sagen wir ehrlich, es sieht okay aus. Ich werde in dieser Runde hier nochmal die Panzer verstärken. Die können dann zwar nichts mehr machen, aber mit 4 Stärkepunkten ist das trotzdem sehr gefährlich. Können die vielleicht noch was machen? Ah, 2 zu 1. Naja, gut, kommt. Sogar 3 zu 2 geworden. Ah, okay. Zu viele Verluste. Aber jetzt haben wir hier wieder große Teile der feindlichen Armee eingekesselt. Hier fahren wir nochmal den Angriff. Viel Moralschaden und versuchen jetzt auch nochmal den Bomber hier runterzuholen. Der nervt nämlich enorm. So. 4-mal Massenangriffsbonus. Einen Schaden gemacht, einen bekommen. Ja, 2 gemacht. Einen Schaden gemacht. Okay. Hatte noch 2 Stärkepunkte. Ja, vielleicht in der nächsten Runde. Vielleicht in der nächsten Runde, Leute. Gut, und jetzt versuchen wir mal unser Glück hier an dieser Ortschaft. Da positionieren wir unsere Einheiten etwas um. Die kommt hier hin. Ah, die kommt, kann leider nicht dahin. Schade. Aber wir können trotzdem die Einkesselung vollziehen. Und zwar so. Gut. Die Einheiten hier sind dann eigentlich frei. Lass uns nochmal unseren Speer losschicken. Hier. Um zu schauen, ob hier oben noch irgendwas ist.
Ja, da steht noch ein bisschen was, aber ich nehme an, dass das alles Verteidigungseinheiten sind. Und, oh, Leute, seht euch das hier an. 20 Stärkepunkte. Das ist natürlich krass. Ist das eine Heldeneinheit? Nein. Okay. Ja, noch bringt ein Angriff hier leider nichts. Wir warten die Runde ab, die Einkesselungsrunde hier. Schwächen sie nochmal durch einen Bomberangriff. Zumindest soweit es möglich ist. Ja. Okay, ging leider daneben. Gut, und diese Einheit hier, die werden wir mal abziehen. 3 zu 2. Ja, stellen wir die mal dahin. So. Und die hier können wir eigentlich auch mit an diese Front bringen hier, oder? Soll die mit hier oben bleiben? Na, ein bisschen was kommt hier noch, ne? Seien wir mal auf der sicheren Seite und lassen die noch hier. Okay, Artillerie. Könnte sogar von hier feuern. Die aber nicht, die stellen wir mal hier hin. Und das machen wir auch. Ja. Oh, 3-1. Also 3 Moralschaden und ein normaler Schaden. Aber unsere Angriffe würden hier noch nichts bringen. Okay, warten wir noch ab. Die haben wir auch noch. Die brauchen wir hier jetzt nicht mehr. Deswegen würde ich sagen, schicken wir sie hier mit an diese Flanke. So. Und hier scheint erstmal nichts zu kommen, ne? Ah, nee, Leute, wisst ihr was? Ich lasse die hier. Das ist mir sonst zu gefährlich. Auch wenn es nur eine Einheit ist, aber da haben wir wenigstens eine minimale Verteidigung. Ganz ungeschützt lassen, hier möchte ich das einfach nicht. Wir haben noch einen Bomber übrig. Was machen wir denn mit dem? Ich würde ihn gerne mal umsetzen. Geht das? Ja. Schicken wir ihn hier oben hin. Dann kann er in der nächsten Runde hier oben voll angreifen bei Merida. Gut, ansonsten war es das schon wieder. Gucken wir mal, was die Spanier machen. Ja, sie haben endlich die Luftverteidigung ausgeschaltet. Oh, schwere Verluste bei der feindlichen Infanterie. Sehr schön. Und damit ist die Stadt selber jetzt auch eingekesselt. Greifen Sie die Panzerabwehr an. Und die Republikaner sind dran. Da kommt noch ein bisschen was, aber sie kommen nicht über den Fluss. So richtig tun können sie hier nichts. Okay. Kümmern wir uns erstmal wieder hier um die linke Seite. Ja, jetzt sehen die Angriffe schon wieder ein bisschen besser aus. Nutzen wir die Artillerie. So, da haben wir schon mal Moralschaden gemacht. Dann fliegen wir noch einen Angriff mit den Bombern. Ja, Moral und Stärke Schaden. Und jetzt können wir hier schöne, starke Angriffe fahren. Hervorragend. Und da ziehen sie sich auch schon zurück. Ich würde sagen, wir stellen auch direkt den Flammenpanzer da rein. Der gibt unserer Infanterie hier nämlich Saures, wenn die angreifen. Ja, hier können wir auch nochmal einen starken Angriff machen. Das tun wir auch. Dann haben wir sie nochmal geschwächt. Und können wir ihnen eventuell den Rest geben? Probieren wir es aus. Ah, hat nicht ganz gereicht. Schade. Sehr, sehr schade. Aber okay, das soll mir reichen. Okay, haben wir einen weiteren Siegpunkt besetzt? Wir haben wieder etwas Prestige übrig. Ich würde sagen. Ah, die zwei Sechser Panzer hier, ne? Das gefällt mir überhaupt nicht. Ja. Die sollten wir schon verstärken. Ja, jetzt haben wir hier wieder einen Zehner. Das ist okay. Gut. Haben wir die Möglichkeit, hier stärkere Angriffe zu fahren? Nicht wirklich. Aber in der nächsten Runde wird das hier so und so ziemlich gut aussehen, da die Einkesselung die Einheiten hier ja jede Runde weiter schwächt. Okay, wir haben hier noch den Bomber, den können wir auch nochmal einsetzen. Hier ein bisschen Terror machen. Na, ah, treffen wieder leider nicht. Das ist wieder unser berühmtes Glück. Schade, schade.
Ja, hier haben wir auch schon alles gemacht jetzt. Die Bomber haben sich zurückgezogen, ne? Die sind hier oben. Und da ist bestimmt eine Artillerie. Also eine Luftverteidigungsartillerie. Luftverteidigungsartillerie. Mein Gott, was für ein Quatsch. Ihr wisst aber, was ich meine. Oh, hier könnten wir einen starken Angriff fahren. Das machen wir auch. Wunderbar. 5 zu 0 für uns. Das war stark. Ziehen wir die? Na, wir können eigentlich auch. Nee, stimmt gar nicht. Können wir nicht. Wir ziehen immer weiter vor, damit wir auf die Stadt feuern können. Machen wir das mal. Aber es ist trotzdem nicht besonders gut, der Angriff, den wir dann fahren. Ja. Okay. Stellen wir die mal hier auf den Hügel. Dann kann sie zumindest diesen Bereich hier verteidigen. Ansonsten könnten wir. Lass uns mal mit dem Aufklärer gucken, ob da eine Verteidigung ist. Oder. Ah, so weit kommen die gar nicht. Ach, doch. Gerade so. Hier stehen auch noch Panzer. T26. Ja. Na, können wir nicht angreifen. Hier ist auch eine Flak. 75 mm Flak. Das wäre doof. Lasst uns gucken, was die Spanier machen. Ich glaube, jetzt gerade können wir nichts mehr machen. Ja. Okay, wir haben noch 3 Runden übrig, Leute. Wir müssen langsam mal aus der Puschen kommen. Wenn wir hier noch irgendwas einnehmen wollen. Ich meine, Badajoz werden wir nicht mehr einnehmen können. Aber ich möchte wenigstens Merida haben. Okay, schauen wir mal. Ja, da finden weiter Angriffe statt. Dort auch. Oh, starker Angriff wieder gegen die feindliche Infanterie. Würde mir jetzt eigentlich wünschen, dass sie mehr Angriffe auf Merida selbst fahren. Oh, aber ja, okay. Wenn man vom Teufel spricht, da war ein sehr, sehr starker Angriff. Ihr habt ihn gesehen, der sehr viel Schaden bei den feindlichen Einheiten verursacht hat. Und hier kommt noch mal was auf uns zu. Ja, sie sind noch nicht geschlagen. Sie sind nicht geschlagen. Sie halten noch stark dagegen. Ja, das könnten wir jetzt durchaus tun hier, davor ziehen. Okay, das war schon mal stark. Ja, wenn die Prognosen stimmen, könnten wir in dieser Folge, in dieser Runde, ja, und auch in dieser Folge, Merida einnehmen. Warum sollten wir jetzt nicht angreifen, ne? Oh, was für ein starker Angriff, Leute. Ihr habt's gesehen. Krass. Und dann ziehen wir hier auch in die Stadt rein, aber mit der stärksten Einheit, die wir hier haben. Ja, ziehen wir mit dem Kfz rein, mit dem Sonderdienstkraftfahrzeugen hier. So. Wunderbar, Leute. Da haben wir Merida erobert. Sehr, sehr schön. Da hätte ich echt nicht mit gedacht, dass wir das jetzt so fix kriegen. Aber die Spanier, also die Nationalisten, haben uns auch sehr, sehr gut dabei geholfen. Ja, ganz, ganz hervorragend. Fantastisch. Das ist ja super. Ja, ich glaube, Badajoz, da brauchen wir uns gar keine Illusionen machen. Das schaffen wir in 2 Runden einfach nicht. Aber was wir machen können, ist hier die Stellung halten. Und das sollten wir auch. Wir werden sie hier nicht mehr über diesen Fluss lassen. Zumindest insofern wir das irgendwie verhindern können. Okay, fahren wir hier die Angriffe gegen diese. Was sind das? AAC 1937. Okay, die Fahrzeuge kenne ich ja gar nicht. Noch nie davon gehört. Sieht mir ehrlich gesagt russisch aus. Okay. 1-1. Hier können wir einen starken Angriff fahren, aber werden wir vermutlich dann in der nächsten Runde was von der Infanterie auf die Nase kriegen.
Und die Pack hier sollten wir verstärken. Das schließlich Kernarmee. Das machen wir jetzt auch. Und können wir hier nochmal was machen? Ja, zumindest einen Stärkepunkt hinzufügen. Sehr, sehr schön. Die eingekesselten Einheiten hier, die sollten wir vielleicht auch nochmal bearbeiten. Na, 2 zu 0, das sieht doch gut aus. Sogar 3 zu 0 geworden. Und ich denke, dann können wir die Pack jetzt hier auch mal zerstören. Ja, wunderbar, da ist die auch weg. Gut, die Infanterie hier kommt ein bisschen zu spät. Na, besser spät als nie. Und hier können wir jetzt eigentlich auch nichts mehr machen. Ja, ich möchte die Pack da nicht reinziehen. Das lassen wir bleiben. Die können wir auch nochmal verstärken, hier die Einheit. Das tun wir auch, auch wenn es nur ein Stärkepunkt ist. Artillerie hat gefeuert und sich bewegt. Ja, gut, Leute. Okay, damit ist unser Zug auch schon wieder vorbei, genauso wie diese Folge. Und ja, wir haben sehr, sehr große Fortschritte gemacht. Wir haben unser primäres Ziel erreicht. Ja, Bonusziele erreichen wir leider nicht. Ja, zumindest glaube ich es nicht. Es sei denn, die Spanier machen jetzt hier nochmal sehr, sehr große Fortschritte. Nee, da müssten wir bei der Josh einnehmen und ihr seht, das ist hier schwer befestigt. Hier haben wir noch einiges an Gerät rumstehen. Das wird zu krass. Das schaffen wir nicht. Aber das primäre Ziel ist erfüllt und somit steht unserem Sieg fast nichts mehr im Wege. Wir müssen eigentlich nur noch die Stellungen halten. Sehr schön. Das hat gut funktioniert. Besser, als ich das geahnt hätte. Zumal es vor zwei, drei Folgen, ja, bei weitem noch nicht so gut aussah. Okay, Leute. Ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir dann schon die Mission erfüllt haben und werden dann in die nächste Mission einsteigen. Okay, bis dahin, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Euer Sammy. Ciao.